Moin, willkommen in Hamburg. Wir stehen hier am Pausenplatz der Busse hinter dem Hamburger Zopp. Hier ist der eine Endpunkt der Hamburger Metrobuslinie 5. Die Linie 5 ist ca. 15 Kilometer lang. Mit 61.000 Fahrgästen am Tag gehört sie zu den meistgenutzten Buslinien Europas. Den einen Endpunkt bildet die Haltestelle Hauptbahnhof Zopp. Am Rathausmarkt und am Bahnhof Dammtor vorbei verläuft die Strecke in Richtung Norden. An der Haltestelle Netterfeld enden Verstärkungsfahrten, für die meist normale 18 Meter Gelenkbusse eingesetzt werden. Die regulären Fahrten führen bis zur Haltestelle Burgwedel. Der Linienverlauf entspricht weitgehend dem der ehemaligen Straßenbahnlinie 2. Hier fahren außer in verkehrsschwachen Zeiten die größten Busse Hamburgs. Bis zum Herbst 2018 waren dies die Van Hool AGG 300, Doppelgelenkbusse mit fast 25 Metern Länge, oben im Bild. Sie wurden alle ausgemustert und ersetzt durch Mercedes Capacity L, vierachsige Busse mit einem Gelenk und extra langem Nachläufer. Sie sind ca. 21 Meter lang. Schauen wir uns beide Busse einmal am Rathausmarkt an. Bei der Fahrt stadtauswärts führt die Strecke um eine enge Rechtskurve in die Straße Plan. Die Van Hool-Busse bewältigen diese Stelle in einem weiten Bogen. Für den Mercedes Capacity L darf es nicht viel enger sein. Sein eines Gelenk knickt hier schon sehr stark ein. Respekt vor den Busfahrerinnen und Busfahrern, die hier unterwegs sind. So sieht diese Stelle bei einer Mitfahrt im Van Hool aus. Ausholen nach links, dann scharfe Rechtskurve. Der gesamte Bus bildet fast einen 90-Grad-Winkel. Beim Mercedes sieht man den großen Knickwinkel, der an dem einzelnen Gelenk auftritt. Beide Busse beeindrucken durch ihre Länge. Sie tragen am Heck einen Warnhinweis für nachfolgende Fahrzeuge.
Auch bei der Ausfahrt aus dem Parkplatz hinter dem Zopp geht es um eine enge Kurve. Schauen wir uns beide Busse im Vergleich an. Beim Van Hool mit seinen zwei Gelenken sieht die Fahrt um die Kurve eleganter aus, obwohl er deutlich länger ist. Damit der Capacity L solche engen Kurven durchfahren kann, ist seine vierte Achse lenkbar. Folgen wir den Bussen nun entlang der Linie 5. Oft ist dabei der Fernsehturm zu sehen. In dieser Szene an der U-Bahn Hohe Luftbrücke wird deutlich, wie dicht der Verkehr auf der Linie 5 ist. Ein Riesenbus folgt dem anderen. Anstelle einer Buslinie wäre es besser, hier eine moderne Straßenbahn zu betreiben. Die eigene Spur ist ja immer noch vorhanden. Bis zur Haltestelle Veilchenweg fahren die Busse auf eigenen Spuren in der Mitte der Straße, so wie früher die Straßenbahn. Rechts und links stehen sogar noch die Betonmasten der Straßenbahnoberleitung. Es ist also noch viel von der alten Infrastruktur vorhanden, nur dass heute hier mit Bussen statt mit Bahnen gefahren wird. Unverständlich, dass der Hamburger Senat sich so sehr gegen den Bau einer Straßenbahn sperrt. Ein besonders markanter Punkt an der Linie 5 ist der Lokstädter Wasserturm.
An der Baustelle für den Deckel der Autobahn A7 gibt es ziemlich steile Ausrundungen an den Rampen. Dank seines unten stark abgeschrägten Hecks kommt der Capacity L hier durch, ohne aufzusetzen. Auch hier in Schnelsen stehen noch die Masten der ehemaligen Straßenbahnoberleitung. In Burgwedel können Fahrgäste zu den Zügen der AKN umsteigen. Und hier sind wir in Burgwedel am nördlichen Endpunkt der Linie 5 angekommen. So faszinierend diese großen Busse aus technischer Sicht auch sein mögen, ich glaube, es ist deutlicher geworden, dass diese Linie besser als Stadtbahn zu betreiben wäre. Umso unverständlicher ist es, dass im Jahr 2011 der rot-grüne Hamburger Senat den Ausstieg aus der Stadtbahnplanung beschlossen hat. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf, vielleicht findet ja irgendwann wieder ein Politikwechsel statt.